Falls ihr mich kostenfrei supporten wollt, könnt ihr natürlich diesen Kanal abonnieren, wenn ihr neu seid, und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Jo, Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar habe ich die Kamera-Settings mal ein bisschen verändert. Was heißt Settings? Ich habe die Kamera ein bisschen umgestellt. Ich habe sie jetzt gespiegelt. Und ja, ich finde sie ziemlich nice so auf diese Weise. Denn es haben manche Streamer mich geschrieben, dass viele von euch von meinen sogenannten Griffen am Schrank getriggert werden. Die Griffe haben wir. Dich triggern die Griffe in meinem Schrank. So, guck mal, ich habe ja schon vieles gehört, ne? Der Winkel passt nicht, weil man sieht möglicherweise viel zu viel von deinem Zimmer. Der Winkel passt nicht, weil die Kamera vielleicht zu hoch ist. Der Winkel passt nicht, weil die Kamera zu weit unten ist. Der Winkel passt nicht, weil man deine Augen nicht richtig sieht. Aber dich triggern die fucking Griffe von meinem fucking Schrank? Wenn wir schon bei Twitch-Clips sind, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal ein Clip-Highlight hochladen soll. Von den ganzen Twitch-Clips, die entstanden sind, vor allem gestern sind so viele entstanden im Stream, also guckt bitte einmal vorbei im Stream. Die sind wirklich momentan ziemlich gut, weil es bockt einfach momentan. Es macht Spaß und es bockt. Jungs, ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Außerdem, kleine Ankündigung, schaut bitte mal auf Twitter vorbei, denn der liebe Robin, den sehen wir hier auch gerade zufälligerweise, der streamt nämlich demnächst mal 12 Stunden bis 24 Stunden lang sogar. Er weiß es noch nicht, er ist noch nicht ganz sicher. Aber Jungs, ich bin auf jeden Fall lange Zeit dabei in diesem Stream. Das heißt, checkt den Jungen aus. Auf Twitter ist in der Beschreibung auch verlinkt. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Dann, wenn ihr euch den neuen Skin holen wollt, hallo, schaut mich an. Der Skin um mich. Ich fand den Skin auf jeden Fall ziemlich nice. Ich habe den mit dem Creator-Code Albinus-YouTube im Itemshop geholt. Damit könnt ihr mich nämlich auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis supporten. Ja Leute, auf jeden Fall spielen wir jetzt eine Runde Zone Wars Solo-FFA. Denn ich weiß nämlich nicht, ob zu Season 11 Zone Wars nämlich noch existieren wird. Vielleicht werden sie es runternehmen wegen ein paar Updates oder sowas. Deswegen will ich das jetzt am besten noch ausnutzen. Genau, deswegen spiele ich auch nicht die Serie weiter. Die Arena-Solo-Serie. Schreibt da auf jeden Fall mal rein, ob ihr die weitersehen wollt. Dann mache ich das eben davon abhängig, ob die Nachfrage halt eben auch dementsprechend hoch ist oder nicht. Jo Leute, hier ist der Albi auf dem Schnitt. Denn es ist so, dass ich kurz was anmerken wollte. Die Qualität von dem Video ist in den Phasen, wo ich gerade in den Runden bin, nicht so gut. Das liegt daran, da ich nämlich mein Aufnahmeprogramm beim Recording- und Streaming-PC komplett neu installiert habe und die Einstellungen beim Recorden absolut nicht übernommen hatte, die vom Streaming aber schon, weil ich nämlich schon davor gestreamt hatte. Tut mir leid, es wird nie wieder vorkommen. Jetzt habe ich sie richtig eingestellt, deswegen sind sie extrem verpixelt. Trotzdem dachte ich mir, ich kann das Video hochladen, weil man erkennt auf jeden Fall, dass ich spiele und sowas, aber das ist nicht meine Videoqualität für die Leute, die auch neu auf dem Channel sind. Das ist einfach komplett misslungen, weil ich einfach komplett verplant war und die Settings nicht übernommen hatte. Also die Qualität ist eigentlich um einiges besser. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Also, viel Spaß mit dem Video noch. Wenn wir schon auf der Map Kolosseum sind, dann kann ich euch auch ein paar Tipps und Tricks geben zur Map. Ich würde hier niemals vorne rausgehen, weil es kann sein, dass ihr direkt dann gepusht werdet und ein paar Hits mitbekommt. Was ihr machen könnt, ist hier oben freihauen und hier irgendwie ein bisschen rausschießen, weil hier kann man durchpieken. Müsst ihr aber auch nicht. Ich mache immer hier zu, eigentlich in der Regel, wenn ich keine Sniper habe, und gehe eben zur Seite raus oder eben oben. Das könnt ihr auf jeden Fall mal tun. Und dann, ja, ich bin jetzt ziemlich close an der Zone, deswegen würde ich jetzt keinen Trampo wasten oder sowas. Aber falls ihr irgendwie da hinten seid, irgendwie da hinten, dann waste auf jeden Fall mal einen Trampo und geht dann so hoch, so wie der ungefähr macht. Und dann würde ich mir da ja einfach irgendwie alle abnehmen, so gut es geht. Ich baue mir jetzt auch hier mal einen Tower. Und ich nehme natürlich erstmal den hier, weil der macht mir Konkurrenz. Aber ja, hier könnt ihr auf jeden Fall mal alle Gegner eben abnehmen. Und jetzt hatte ich sogar einen Sniper. Oh mein. Dann will ich tatsächlich hier einfach rausgehen und hier mal gucken. Einfach schauen, ob ihr ein paar Leute snipen könnt oder sowas. Mit Glück. Und auf jeden Fall viel mit AI hier spielen. Mein Aim ist einfach trash. Oh mein. Oh mein Gott, Alter. Und wichtig bei Kolosseum, ich würde eigentlich die ganze Zeit high halten. Weil es auf jeden Fall schon wichtig. Und der läuft komplett free rum. Ich krieg einfach keinen Hit rein. Headshot schmeckt.
the fuck? Läppsch. Und auf jeden Fall würde ich so ungefähr spielen im Kolosseum. Also eigentlich direkt in die Zone rotieren, weil dann habt ihr eigentlich komplettes Schussfeld auf die Gegner. Und so würde ich das auf jeden Fall mal tun. Ich hoffe mal, ich bekomme einen Sniper hier von Anfang an. Dann kann ich euch das mal, dann kann ich euch das mal zeigen. Bin jetzt hier ganz hinten, dann kann ich eben hier probieren. Ja moin. Champion. Ich konnte jetzt keinen snipen. RIP. Deswegen mit Trampo wieder rüber. Probieren High zu bekommen. Den habe ich jetzt auch. Der ist down. Weil ich bin jetzt die andere Runde gelappt, weil ich da jetzt eben zwei Runden gespielt habe und dementsprechend auch gewonnen. Deswegen wollte ich euch nämlich noch eine andere Map zeigen, um euch ein paar andere Tipps zu geben. Nämlich bei Desert, das Ding ist, ich habe so lange gebraucht, um endlich auf die Map zu stoßen, weil die werden ja immer zufällig ausrotiert. Aber wir sind endlich bei Desert. Und bei Desert ist es eigentlich genauso. Die Zone, die geht eigentlich immer ganz, ganz, ganz hinter. Das heißt, wenn ihr einen Trampo habt oder irgendeinen Moving Item, macht dasselbe. Ihr braucht eigentlich nichts anderes zu machen, als bei der Kolosseum-Map. Also macht das auf jeden Fall ähnlich. Das einzige Blöde bei der Map ist, ihr bekommt immer etwas schlechteren Stuff. Ja gut, ich habe jetzt Glück gehabt, ein Combat. Aber in der Regel, keine Ahnung, man kann hier extrem schlechten Stuff bekommen, wie zum Beispiel diese graue Tommy-Pump. Hier muss ich erstmal gucken, wo muss ich hin? Okay, ich habe einen Tramper zum Beispiel, dann will ich einfach direkt dahinter gehen. Guckt, das machen auch einige. Die gehen immer direkt hier hinter. Die klug sind, die snacken sich natürlich den Platz. Also ich bin klug und kill ihn. Where are you? Nice, danke. Weil hier könnt ihr dann, also am besten, ich gehe immer auf diesen Glockenturm da. Und da könnt ihr eigentlich direkt Leute mit der AR auch runterspammen. Die Lobby ist jetzt extrem leer, deswegen kann ich hier einfach ganz entspannt durchlaufen. Aber in der stackteren Lobby, Leute, will ich das natürlich nicht tun. Aber sonst, auf jeden Fall. Habe ich eben im Prinzip genau das gezeigt, was ich euch eben zeigen wollte. Eben dahinter pushen ist eigentlich immer das Beste, falls ihr halt eben, keine Ahnung, nicht wirklich auf Kills gehen wollt, sondern eben eher das Ganze gewinnen wollt, dann geht ihr einfach eben dahinter und ja, die Runde ist jetzt nicht wirklich voll, deswegen werde ich die nicht wirklich spielen, denke ich. Nur ein Revolver. Was? Bro, Gnade. GG. Okay, ja, auf jeden Fall soll es gewesen sein, Leute, mit der Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst uns ein Like da, wenn ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bye.